Hallo Leute, willkommen in einem neuen Part von Pokémon Flower Sky und wie ihr sehen könnt, ruft wieder einer an. Zum Anfang, auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, ist bei mir zum ersten Mal Dunkelheit. Liegt auch daran, weil ich jetzt endlich diesen Internal Battery Fehler behoben haben konnte, nach ewig langen Gesuche von Google. Ja, das Einfachste, das zeige ich mir mal ganz kurz an dem Emulator. Ich nehme hier den Visual Boy Advance, ist nun mal logisch. Da geht ihr einfach auf Option, Emulator und dann auf Realtime Clock. Der Rest erklärt sich dann von selber und dann startet ihr normal das Spiel und zack, ihr habt das Problem nicht mehr. Im letzten Part haben wir auf jeden Fall mal ein Gespräch geführt mit der Champion Cynthia, auch unser erstes, und ihr Sprite ist absolut affengeil. Und sie hat sich nun auf dem Weg zum Polar Forest gemacht und ich habe so eine düstere, Wortspiel düstere, ich habe so eine düstere Ahnung, wo das sein könnte. Und zwar, ich werde auch hier in diesem Part zum ersten Mal ohne Vorspulen spielen. Ich habe auf jeden Fall meinen Verdacht, dass es ganz am Anfang liegt. Da waren nämlich mal zwei Magma-Rüpel und die haben sich ja unterhalten und haben da einen Waldeingang eingesperrt. Und wer wohl jetzt immer noch nicht weiß, was ich genau meine, wir haben da ganz am Anfang vor dem ersten Orden einer Oma geholfen irgendwie. Und vielleicht sagt das euch jetzt ja was, eine Oma, die in der Nähe von dem Haus wohnt. Also das liegt zwischen der Anfangsstadt und der Stadt von dem ersten Orden. Ich kenne jetzt den Namen nicht, es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, da dazwischen könnte es liegen. Und ich denke mal, da wird die Magma vom Magma Building endlich wegegeln konnten, denke ich mal, wird auch dieser Weg nicht mehr versperrt. Also in dem Stück ist das Spiel wirklich gewitzt, muss ich sagen. Also wer da nicht aufgepasst hat ganz am Anfang, der hat ein Problem in dem Spiel und da wird auch irgendwann die Geduld ausgehen und dann würde das auch nicht mehr machen. Also ich bin Gott sei Dank so ein Geduldsmensch, der jetzt halt nochmal alles auf sich wirken lässt, aber ich muss ehrlich gesagt auch gestehen, es ist ziemlich unübersichtlich, das Spiel teilweise, wo man denken kann, was ist nur los mit dir? Nun ja, ich will euch jetzt einfach mal den Weg zeigen, sonst hätte ich jetzt wieder gesagt, ich mache einen Cut, aber das ist jetzt viel zu lange her, würde ich sagen, und darum zeige ich es euch jetzt einfach. Und ja, ihr merkt, ich spule nicht vor, ich bleibe da knüppelhart. Ich werde nicht vorspulen. Ja, was meine Zuschauerrate beträgt, da bin ich jetzt mehr als unzufrieden. Mein Part ist jetzt über einen Tag drin und hat keinen View bekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich jetzt persönlich. Und ja, ich versuche auch immer mein Bestes. Ihr könnt mich gern kritisieren, ich habe da auch nichts dagegen, aber abonnieren und dann einfach nichts machen, das finde ich dann auch irgendwo sinnlos, muss ich sagen. Wenn sich die Videos nicht mal angeschaut werden und ich mache das schließlich für euch und für weitere Abonnenten, die ich vielleicht bald mal bekommen werde. Und ich bin auch gern offen für eure Kritik, aber ich habe das Gefühl, ich let's play hier gegen die Wand und finde es ein bisschen blöd, muss ich sagen. Und es zieht auch halt, das nagt dann auch an meiner Lust, überhaupt weiterzumachen, dieses Let's Play weiterzuführen, und ich hoffe, es wird sich in letzter Zeit mal ändern ein bisschen. Und ich will auch immer weiterhin mein Bestes geben, das will ich auch so von meiner Seite aus geben. Nur, dann müsst ihr mir die Chance lassen und mich als Let's Play-Anfänger erstmal ein bisschen durchschnuppern lassen. Und ich bin wirklich noch nicht ganz perfekt in dem Spiel und ich versuche aber immer mein Bestes, wirklich. Und ich denke, wir haben unser Ziel bald erreicht, muss ich sagen, und ich bin gespannt, was auf mich wartet. Ja, okay, das flasht ein bisschen, wahrscheinlich ein kleiner Glitch. Wir werden auf jeden Fall Draco weiter trainieren. Und wir laufen auf jeden Fall mal weiter. Und nun kommt das nächste Pokémon und das ist wieder ein Nagelotz. Jetzt ist es ein Patrat. What the fuck? Patrat. Ach so, ja, okay. Leute, ich muss euch kurz was noch dazu sagen. Ich habe übrigens jetzt die Vollversion, glaube ich, geholt von Flower Sky. Also nicht mehr die Beta-Version. Ich hatte versehentlich eine Beta-Version. Da hat mir Ultra White, glaube ich, die falsche Version geschickt. Jetzt hat sich da irgendwie ein bisschen was verändert. Und jetzt haben sie auch die Namen auf jeden Fall geändert. Aber leider noch nichts am Sound geändert. Und hier sind wir am Eingang. Und es kommt Sky. Hey, Cheryl, you here?
This forest is so huge and full of many dangers. There are many members of Team Aqua and Magma inside it. So I must test you first. Das kannst du gerne machen, Sky. Kannst du uns gerne mal durchtesten. Und ich weiß nicht, das ist jetzt unser zweiter Kampf gegen ihn und er setzt einen Vulpix ein. Muss man mit viel, viel Vorsicht umgehen. Wir werden mit Dragon Rage kontern. Dragon Rage wird irgendwann seine Wirkung verlieren. Ich merke das jetzt schon langsam, wo es schon mehrere Treffer braucht. Und so viel Zeit habe ich aber nicht, gegen so ein Viech zu kämpfen. Und natürlich, es trägt eine Beere. Bitter, bitter, bitter. Und zu meinen späteren Plänen. Ich habe vor, glaube ich noch, das habe ich schon mal erwähnt, Dawn of Sorrow zu Let's Playen. Beziehungsweise vielleicht auch noch vorher Aria of Sorrow, damit man so einen kleinen Einblick bekommt für den Anfang von Soma Cross. Ist eine sehr interessante Castlevania-Geschichte, muss ich sagen. Mir hat dieser Doppelpack von Aria of Sorrow und Dawn of Sorrow sehr gefallen. Und will den euch ehrlich gesagt nicht vorenthalten. Livion, ist das ein... Ja, das ist ein... Hundertprozentig ein... Oh Gott, wie heißt's? Jetzt oute ich mich als Nicht-Kenner. Ein Volliporba, genau. Okay. Wir werden auf jeden Fall Squad Dance einsetzen. Hä? Hallo? Wieso ist es jetzt normal gewesen? Das ist doch Metall! Das stimmt was nicht. Und mir gefällt das gerade gar nicht. Pengu ist doch noch Metall. Wasser, was ist los? Normal dürfte das gar keinen Effekt haben. Wieso ist es jetzt nur noch Wasser? Das ist doch noch Metall, ihr Arschlöcher! Seid ihr dumm? Das erklärt natürlich einiges, Leute. Statt da ein... Bug zu beheben, haben sie einen Bug gemacht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass, wie heißt Plinfer? Ich komme nicht mit drauf. Oh Gott. Also, Impoleon, Plinfer. Plibrim, genau. Plibrim ist noch zu 100%iger Wahrscheinlichkeit Metall gewesen. Das ist so asozial, das ist so unfair. Miese Tour, miese Tour, miese Tour, muss ich sagen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das noch Metall war. Und so wie es aussieht, wird uns Livion gerade kräftig in den Arsch ficken. Gefällt mir nicht. Und jetzt hat es wahrscheinlich Leftovers. Ja, das habe ich mir gedacht. Überreste. Und ich habe, glaube ich, keine Chance, sehe ich gerade. Natürlich ist kein Spukball. Fick dich so dermaßen ins Knie, du kleine. Okay, es ist keine Schlampe direkt, muss ich sagen. Es ist wohl eher ein Männlein. Es wird anstrengend. Es wird anstrengend, bis jetzt kommen. Wir müssen mit. Nein, das ist später. Giga Drain. Ich muss was gegen tun, irgendwas. Das kann mein Team vernichten, das Viech. Obwohl das jetzt schon mittendrin wird, muss ich sagen, und... Shadow Ball, das überlebt es nicht mehr. Nein, nein, nein. Ja, das war mir klar. Ich brauche jetzt eine gute Idee. Ich muss Nidoros einsetzen. Und weiterhin setzt es Leftovers ein. Ich glaube, der Kampf wird noch ziemlich lange dauern. Ich sehe es gerade kommen. Nun ja, ich nehme jetzt absichtlich mal Pengu. Es muss mit Borschnabel One-Hit killen, aber das ist fast unmöglich. Und das ist so eine miese Tour, das kotzt mich gerade so dermaßen an, dass es jetzt nur noch Wasser ist auf einmal. Weil Plibrin ist zu 100% noch zu einem Metalltyp geworden und dann Impoleon auch. Davor wette ich mein Haus drauf, dass es so ist. Das einzig Konkrete, was ich jetzt noch Schlaues machen könnte, ist seine Verteidigung mit Tail Whip ein bisschen zu senken.
und das Borschnabel ein bisschen mehr Wirkung erzielt. Grasflöte. Es hat eine 40%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ja, natürlich. Wir kennen ja die Glückswelle und ich muss sagen, Volipopa wird gerade ziemlich klein auf dem Bild. Es ist normal wesentlich größer. Es hat schon die Statur eines Evolis und das ist viel zu klein, muss ich sagen, weil das ist jetzt normal schon stämmiger. Und wir müssen sofort mit Borschnabel draufhauen. Sofort. Und es ging mal Gott sei Dank daneben. Oh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Giga Drain. Das gibt es doch nicht. Es wäre jetzt normal, wenn es noch Metall wäre, aber nein, das Spiel will mich natürlich wieder auf den Arm nehmen. Also Pengu tut sich damit gerade verdammt schwer. Das wäre jetzt nicht der Fall, wenn das jetzt verdammt nochmal Metall, Stahltyp wäre nebenbei. Pengu, ich verzeih dir. Schlechte Machung. Oh Mann. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich das Spiel selbst noch dann im nächsten Part modifizieren werde, sodass es wieder ein Metalltyp ist, weil das kann es nicht sein. Ich lasse mir vieles gefallen, aber nicht, dass es nur Wasser ist. Das ist noch nebenbei Stahl und ich werde mich da auf jeden Fall nochmal richtig informieren drüber. Und wenn es tatsächlich noch ein Stahl ist, wobei ich mir 100% sicher bin, dann werde ich das auch nochmal gottverdammt ändern. Und ich stecke gerade ziemlich in der Scheiße fest. Ich werde irgendwie nicht das... Ich krieg dieses Viech nicht K.O. Ich habe noch... Oh, fuck, it's not a female. Oh my god, it's a female. Das ist ja auch noch in der Box. Oh, Scheiße. Oh, du Motherfucker. Ey, leck mich am Arsch. Oh Gott, Leute. Lasst mich stark sein. Ich glaube, ich werde verlieren und dann werde ich mit dem Port schneiden. Ein riesen Verlust gegen mich und... Ich habe gar keine Chance mehr, sehe ich gerade. Unmöglich, selbst wenn ich jetzt aufgewacht wäre mit Quick Attack. Sofort. Und es hat... Raue Haut, oh oh, das habe ich gerade gewusst. Dummheit sei einfach dumm und tu gar nichts, würde ich sagen. Ich lasse mich jetzt abkratzen und dann sehen wir uns im nächsten Part auf jeden Fall und da werde ich auf jeden Fall gewinnen. Ja klar, du willst mich wohl noch quälen, oder was? Gib einfach den Gnadenstoß an, bitte, bitte, bitte. Es ist sowas von unnötig, jetzt da unendlich lang durchzukämpfen. Ich finde, das ist wirklich so dermaßen mies. Dankeschön. Gut, es kann sein, dass ich wieder in dieser dummen Stadt bin. Natürlich, verarscht mich halt. Komm, schieß mir ein kleines Bein. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part mit hoffentlich mehr Glück von Pokémon Flower Sky. Wir haben eine eiskalte Niederlage gehabt und ich muss jetzt ernsthafte Kritik anwenden gegen meine Abonnenten, beziehungsweise wohl eher einen strammen Ton ansetzen. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht als Angriff, ich meine es wirklich ernst. Ich tue es nur für euch und für euren Entertainment. Und wenn ihr eine Kritik habt, was ich besser machen könnte, bitte schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir eine private Nachricht. Ich werde auf jeden Fall euren Wunsch beachten und werde auch versuchen, ihn weiterhin beizubehalten, den Wunsch. Und ich will auch einfach nur mich in Let's Plays steigern und das kann ich allein unmöglich. Ich stelle meine Videos hoch zum Kritik aufstellen. Und ich hoffe, die kriege ich auch irgendwann von euch und es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ob es jetzt positive oder negative Kritik ist, sagt es einfach mit Begründung. Und nicht nur, ich will keinen Kommentar lesen mit, du bist scheiße. Das braucht mir gar nicht erst unterzukommen. Ihr müsst es gut begründen können, auf jeden Fall. Gut, das war's von meinem Teil und ich
denke, wir sehen uns dann im nächsten Part und dieses Mal mit It's Not a, Oh My God, It's a Female. Und ich hoffe, da wird der Arsch richtig kräftig von diesem scheiß Fully Bobas so dermaßen aufgerissen. Grissen den Arsch! Wow, okay. Mangelnde Sprache auf Deutsch, bla 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 blub blub blub. Bis dann!